wer kennt den Remix von den Minions? Hier, ich habe die Vocal davon. Moment, ich zeig's euch kurz. Sonst heißt es wieder, Luis, was erzählst du da für einen Schmarrn? Diese Vocal. Jetzt hört bei mir hin. Wurde halt nur runtergepitcht. Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Da ich zurzeit Unmengen an Nachrichten von euch bekomme auf Instagram und auf YouTube bezüglich meinen ganzen Sample Packs in FL Studio, dachte ich mir, ich drehe darüber mal ein Video, zeige euch mal, also in dem heutigen Video, welche Sample Packs ich so habe, woher ich die bekommen habe, beziehungsweise wo ich mir die gekauft habe, wo habe ich mir die kostenlos runterladen können. Und es wird jetzt nichts Spannendes. Wir gehen die ganzen Sample Packs grob mal durch. Wir schauen einfach mal, was sich so in jedem Sample Pack befindet. Und bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn am Ende dieses Videos werde ich noch eine kleine Ankündigung machen. Deswegen jetzt nicht einfach vorspulen, sondern schaut euch das Video echt gerne komplett an. Ich werde es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ich würde sagen, ich schnack jetzt nicht länger rum. Wir switchen in FL Studio. Los geht's! So, FL Studio angekommen. Heute mal kein Projekt offen, weil ich heute, wie gesagt, spezifisch auf meine Sample Packs eingehen will. Und dieses Video ist ja nur durch eure Nachrichten entstanden, weil, wie gesagt, es haben mir so viele Leute geschrieben. Wo hast du die her? Wie bekommt man die? Kann ich die haben und so? Deswegen, wie gesagt, bleibt bis zum Ende dran. Da kommt noch eine kleine Ankündigung. Ich werde jetzt mit euch die einzelnen Sample Packs durchgehen. Vorab sortiert ist bei mir ungefähr fast gar nichts. Ich weiß aber, wo sich was befindet. Ich hätte das von Anfang an vielleicht ein bisschen besser filtern sollen, beziehungsweise sortieren sollen. Das heißt, alle Kicks, die ich von den ganzen Sample Packs habe, in einen Ordner packen. Dann die ganzen Leads, die ganzen Synthesizer, beziehungsweise auch die ganzen Fill-Ins und so weiter. Hätte ich halt einfach viel, viel besser sortieren sollen. Aber ich habe einen einigermaßen groben Überblick und ich weiß persönlich auch selber, wo was drin ist. Und zwar würde ich sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten und dem obersten Sample Pack an. Das ist von Adrix G. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ist auch ein Bounce-Produzent, also Melbourne Bounce produziert der. Zurzeit eher so Future Bust aber auch. Und dieses Sample Pack hat er mal in einem Video für seine Zuschauer kostenlos zum Download angeboten. Ich habe natürlich nicht lange gezögert, habe es mir gleich geholt und bin mega happy, dass ich dieses Sample Pack besitze. Mittlerweile solltet ihr ja wissen, dass ich eigentlich nur mit Sample Packs arbeite. Normalerweise ist es ja so, mit Synthesizer, also zum Beispiel mit Anna, was ich euch ja schon mal gezeigt habe, hat man so viel mehr Möglichkeiten als wie mit einem Sample Pack, weil erstens, ihr könnt zum Beispiel einen Ton nehmen und könnt den so variieren, so verändern mit den ganzen Reglern, aber ich persönlich finde es mit Sample Packs, also mit vorgefertigten Tönen, einfacher und es arbeiten auch sehr, sehr viele mit Sample Packs. Er hat halt in seinen Sample Packs mehrere Sachen hinzugefügt, was sehr, sehr geil ist. Also man könnte rein theoretisch mit diesem Sample Pack auch einen kompletten Melbourne Bounce Remix bzw. einen eigenen Song produzieren. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in den ersten Unterordner rein und zwar in die Big Snares. Also man sieht schon, hier sind schon ordentlich viele Big Snares drin. Schauen wir mal uns den ersten an. Genau, eine EDM Snare ist sogar auch mit drin. Was hat er noch? Also wie gesagt, hier sind halt der ist geil. Also wie gesagt, ich kenne auch noch nicht alle. Ich habe mir so schnell wie möglich einfach nur das Sample Pack runtergeladen, damit er das irgendwie nicht von der Plattform wieder runterlöscht. Und ja, also wie gesagt, hier sind Big Snares. Dann hat er mir, warum sage ich immer mir? Dann hat er noch ordentlich Kicks reingeladen bzw. hinzugefügt in verschiedenen Oktaven bzw. Noten. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Und genau, also man sieht es auch hier schon, Melbourne Bounce oder Melbourne Kicks, also Melbourne Bounce Kicks. Dann Rise Up. Die sind schon fett. Sogar ultra viele A Cappellas. Hören wir uns mal einen an. Sean Paul.
Okay. Genau, also man sieht auch hier an der Seite, in welcher BPM diese Vocals sind. Also hier zum Beispiel 125, 124, 122. Aber ihr könnt den ja selbst noch hochpitchen auf 128 oder 130, wie ihr halt euren Remix, euren Song machen wollt. Also diese Vocals nimmt man, oder würde ich jetzt persönlich für Drops hernehmen. Bom, 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 bom. Also man kann halt richtig geile Drops damit machen. Oh, der ist auch nice, Mann. Oh, wie hieß denn das Lied? Also er hat von originalen Songs sozusagen die Vocals rausgefiltert und ja, ein paar hier hinzugefügt. Ich gehe jetzt wie gesagt nicht auf alle ein, weil das Video wird dann, glaube ich, über 50 Minuten lang gehen. Also A Cappellas haben wir noch, Claps, En Masse. Genau. Also Filz, Akustik-Filz und Terror-Filz. Also Terror-Filz sind halt die Hardcore. Genau, was haben wir noch? Noise-Flänger. Also ein Upriser sozusagen, Abfilter. Dann Haufen Basstöne. Genau, was haben wir noch? Wieder Snares, Steps. Hier sind die Leads, die sind richtig geil. Genau hier, diese Bob Square Pants, das sind die, wo der SpongeBob Remix gemacht worden sind. Also mit der Lead, end nice. Genau, Dirty Palm sogar auch was dabei. Vocals. Genau, was haben wir noch? Das war es eigentlich nochmal. Genau, hier noch so ein paar fertige Master-Sachen. Genau, das war jetzt der erste Ordner. Der zweite. Wie viel haben wir denn schon? 10 Minuten. Ich glaube, ich könnte ein zweites Video drüber machen. Werde ich auch machen, glaube ich. Weil ich habe noch so viele Sample Packs. Genau, Anikas Free Sample Pack, das gibt es immer noch zum Runterladen. Ich versuche euch, wenn ich das finde, unten in der Videobeschreibung zu verlinken, damit ihr euch das auch kaufen bzw. runterladen könnt. Mit dem Sample Pack habe ich sehr viel gemacht, Remixe und eigene Songs probiert. Die letzten Remixe sind auch mit diesem Sample Pack entstanden. Deswegen, Leute, gönnt euch das oder gibt es mal in Google ein oder auf YouTube irgendwo. Boah, oder Soundcloud war das. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber schaut einfach mal nach und gönnt euch das auf jeden Fall. Noise Basses. Wieder schöne Bässe. Bonus. Genau, Claps. Fill-ins. Die finde ich richtig nice. Genau, Kicks. En masse zum Beispiel von Steve Aoki ist dabei. Hardwell. Was haben wir noch? Also, gönnt euch mal, wie viele Kicks hier drin sind. Es ist so krank. Genau, dann haben wir noch ein Downsweep. Also ein Downfilter sozusagen. Genau, Abfilter sind am Start. Vocals, jetzt kommt der geilste Teil von dem Sample Pack von Deoro. Geil. Genau, da ein paar Synths. Hier ein paar Synths. Also ab und zu, das ist mir aufgefallen, sind zweimal die gleichen drin. Könnt ihr aber separat, beziehungsweise könnt ihr selber noch rauslöschen. Ich habe es halt nicht gemacht, weil ich habe am Anfang einfach nur alles reingeballert in FL Studio und nie sortiert. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt einen Überblick und das lasse ich auch so. Und genau, was haben wir jetzt noch? Synths, Shots. Boah, der ist auch geil. Schön bounce. Da, da, da. Also hier haben wir noch Vocals, also so Vocal Chants. Das sind auch so für den Drop richtig nice.
Genau, Loops. Auch wieder für einen Drop. Also hier haben wir noch One-Shots, das sind so abgehackte Vocals, also nur ein Teil von der Vocal. Damit kann man auch eine geile Lead bauen. Damit habe ich, mit der Vocal habe ich ja damals auch schon ein Video gemacht, wo ich in 15 Minuten einen Melbourne Bounce Drop produziert habe. Und, ja, also wie gesagt, da ist so viel Töne, so viel Vocals. Abnormal. Genau, also hier sind sogar auch noch Sachen von Kashmir drin. Also ich glaube, Kashmir sollte jeder kennen. Spielen wir auch noch kurz ein paar Sachen ab. Schöne Longfill. Sweep up. Impact. Drum Loops. Ja, sonst... Ach ja, warte mal, wo war das hier? Minions. Wer kennt den Remix von den Minions? Hier, ich habe die Vocal davon. Moment, ich zeig's euch kurz. Sonst heißt es wieder, Luis, was erzählst du da für einen Schmarrn? Diese Vocal. Jetzt hört bei mir hin. Wurde halt nur runtergepitcht. Genau, also wie gesagt, hier die Vocals davon. Richtig geil. Das Originale. Ja. So, schauen wir uns noch eins an, oder? Komm, eins geht noch. So. Ah, nee, BNT gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern mein absolutes Lieblings-Sample-Pack. Und zwar, ich habe jetzt hier einen Bounce-Ordner damals selber gemacht. Und hier drinnen, Leute, ist mein absolutes Top-Favorite-Sample-Pack. Und da bin ich so froh, dass ich dieses Sample-Pack bekommen habe. Es war sehr, sehr schwer zu kriegen, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie ich es bekommen habe. Ich habe lange drauf gewartet. Ich glaube, irgendwer hat es mal zum Download auch angeboten. Und zwar ist es von Joel Fletcher und Will Sparks. Und zwar sind es eigentlich die, wo Kings of Melbourne Bounce sind. Die haben damals ultra geile Tracks produziert. Natürlich heute auch noch, aber früher richtig geiler Oldschool Bounce. Und zwar habe ich in diesem Sample Pack so geile Vocals, Kicks und so weiter bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt da auch noch kurz rein und dann kommt noch die kleine Ankündigung. So, Nummer 1. Natürlich die Kick. Einmal ein Alpatras. Der Bass. Die Vocals. Wieder Bass, Claps, sogar als Loop. Also als Loop bedeutet, ich ziehe es jetzt mal hier rein. Hier sind halt schon zwei Claps hintereinander drin. Genau, und dann könnt ihr einfach hier zack, zack, zack gleich mehrere einfügen. Dann haben wir noch, wo ist denn der geile Teil, Mann? Genau, hier eine fette Vocal. Oh, so eine geile Fill-In. So, was haben wir noch? Get your hands up. Hardwell. Geiler Bass. Sidechain, das ist der, wo ich in jedem Remix einbaue. Also dieses Windgeräusch. Genau. Sogar Timmy Trumpet, Snapback. I'm a Trumpster, motherfucker. Geil. Your hands in the motherfucking... Genau, das waren jetzt so... schaut euch das mal an, da wäre ich ja nie fertig, wenn ich das in einem Video reinpacke. Ich habe hier noch ordentlich an Sample Packs. Und das war es jetzt eigentlich von diesem Video, was ich jetzt noch ankündigen will, und das mache ich nur für euch. Wir gehen ja langsam, aber sicher auf die 1000 Abonnenten zu. Und als Special von 1000 Abonnenten wäre mein Vorschlag, ich schenke euch ein Sample Pack.
Und zwar nicht irgendeins, sondern ihr dürft entscheiden, welches. Und die Mehrheit, wenn jetzt sagen, ja gut, ich will das von Will Sparks und Joel Fletcher, wenn jetzt da sagen, ja, von 10 Leuten sagen 7 Leute, ja, ich will genau das von Joel Fletcher und Will Sparks, werde ich euch das unten in die Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise zum kostenlosen Download anbieten. Und genau, das war's eigentlich. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Das heißt, ihr habt die Chance dann bei 1000 Abonnenten dieses Sample Pack, was ihr euch zum Beispiel wünscht oder unbedingt haben wollt, von mir zu bekommen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das dann die ganze Zeit zum kostenlosen Download anbiete oder nur für, sagen wir mal, 2-3 Tage. Muss ich mir noch was überlegen. Und genau, ich hoffe, diese Ankündigung ist ziemlich cool. Und genau, apropos zu meinem letzten Tutorial-Video von FL Studio. Leute, das ging ja wieder so krass ab. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viele musikbegeisterte Zuschauer habe. Ich habe auch echt mit so vielen Leuten schon Kontakt über Instagram, die meine YouTube-Videos anschauen oder die dadurch aufmerksam geworden sind. Finde ich mega, mega geil. Ich schreibe auch echt jedem zurück. Also es kann keiner meckern, dass ich mal nicht zurückschreibe. Es kann halt sein, dass ich vielleicht mal 1-2 Tage brauche, aber ich werde mich immer, beziehungsweise ich werde immer eine Antwort schicken auf eure Frage. Und es werden auch jetzt ein paar Kooperationen noch kommen, mit Zuschauern sogar. Und jetzt melde ich mich ab, Leute, sonst wird das Video, das ist eh schon wieder 20 Minuten lang. Genau, ich melde mich ab. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, beziehungsweise zweiten oder dritten Teil, ihr seht ja, ich habe hier noch Unmengen an Sample Packs. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bewertet das Video mit einem, mit 2 Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Schaut auf Instagram vorbei. Haut rein, Leute. Macht Musik. Bis dann. Ciao.